Wirtschaftsjunioren, was war eigentlich der Hintergrund? Wir sind hier in einer Gegend, die nicht so von Unternehmen abgegrast worden ist, um weiteres Wissen, weitere Kenntnisse zu vermitteln. Wir mussten nach München oder weiter wegfahren. Und dadurch konnten wir uns selber Themen bilden, die uns interessieren. Wir konnten Seminare abhalten, wir haben Referenten für unsere monatlichen Veranstaltungen gehabt. Und es hat sich dann herumgesprochen, dass es interessant ist, zu den Wirtschaftsjunioren zu gehen. Und so hat sich die Zahl der Interessenten, der Mitglieder entwickelt. Denn wir haben ja mal ganz klein angefangen. Die Wirtschaftsjunioren ist eine Vereinigung, die für die junge Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte, glaube ich, ganz interessant ist, weil sie sich einsetzt für die Belange, die dort sind. Die Sacharbeit wird vorangetrieben, aber es kommt auf der anderen Seite das Feiern auch nicht zu kurz. Wir haben wunderschöne gemeinsame Momente erleben dürfen in den zurückliegenden Jahren. So richtig kennengelernt habe ich persönlich die Wirtschaftsjunioren zu Beginn der 90er Jahre im Rahmen einer Betriebsbesichtigung. Diese Betriebsbesichtigungen mit den Wirtschaftsjunioren sind immer besonders interessant. Man bekommt einen richtigen Blick hinter die Kulissen, kann natürlich dann auch noch mit einem vertiefenden Gespräch mehr über die Firma erfahren. Das war mein erster Kontakt und er war sehr, sehr interessant. Das war eine Jahreshauptversammlung, liegt auch bereits Jahrzehnte zurück, aber länger zurück. Und bei dieser Jahreshauptversammlung wurde dann spontan vorgeschlagen, als Mitglied für den Vorstand mich aufstellen zu lassen. Das habe ich dann auch gemacht, bin es auch tatsächlich geworden. Und das waren 6 ganz tolle Jahre, die ich nicht missen wollte. Es war ein hervorragendes Team, hat Spaß gemacht und ich denke auch, dass wir gemeinsam einiges bewegen konnten. Wir arbeiten einfach super zusammen. Die Passauer kommen zu uns zu Betriebsbesichtigungen, genauso kommen wir rüber nach Passau und schauen uns mal das eine oder andere Unternehmen an. Und gerade bei uns in Schärding, wo uns ja nur der In-Trend sozusagen, ist es einfach eine super Gelegenheit, wenn man so grenzüberschreitend arbeiten kann. Die Wirtschaftsjunioren Passau sind seit ganz vielen Jahren, glaube ich, eine sehr bewährte Plattform der Kommunikationsebene und der Schnittstellenfunktion zwischen Wirtschaft und vielen anderen gesellschaftlichen Gruppierungen. Es geht ja heutzutage wirklich in vielen Bereichen darum, deutlich werden zu lassen, was Wirtschaft eigentlich macht, was sie tut, was sie will, dass sie nicht nur auf Erwerbsleben ausgerichtet ist, sondern dass alle gesellschaftlichen Funktionen, aber auch alle gesellschaftlichen Strukturen davon profitieren. Ich glaube, das ist etwas, was die Wirtschaftsjunioren hier in Passau besonders auszeichnet. Gerade die Wirtschaftsjunioren führen die Wirtschaft in unserer Region zusammen, sind ein wichtiger Gesprächspartner für die Politik, aber vor allem auch im Netzwerken. Unser Ziel muss sein, dass wir unsere Region weiterentwickeln. Und dabei haben die Wirtschaftsjunioren auch als das Sprachrohr der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer eine besondere Bedeutung. Die Wirtschaftsjunioren Passau haben etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist ein unendlicher Drive und es macht einfach Spaß. Und das Wesentliche ist dieser Flow-Effekt. Die Leistung, die man tagsüber bringt im eigenen Betrieb, kann man abends nochmal mitnehmen, einsetzen auf den verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen, Betriebsbesichtigungen, Vorträge und man kann einfach das nochmal ausleben. Und das war für mich immer der beste Ausgleich zum betrieblichen Leben, dieser Flow. Das Besondere war für mich natürlich auch die Zeit, wo ich im Vorstand war, wo ich dann überregional auch viel unterwegs war. Bundeskonferenzen, auch Europakonferenz, damals Tampere, also in Finnland. Ja, das sind Erlebnisse, die kann einem nimmt mir nicht mehr. Also und das ist eben das Besondere. Ich finde, das Besondere bei den Wirtschaftsjunioren Passau ist, dass man hier nicht nur junge Unternehmer kennenlernt, sondern vor allem auch Freunde findet. Besonders toll ist für mich bei den Wirtschaftsjunioren in Passau, dass das reelle Networking betrieben wird, sprich, dass sich die einzelnen Mitglieder gegenseitig austauschen können, dass man gemeinsam verschiedene Einblicke in Betriebe bekommt und durch das einfach einen gemeinsamen Mehrwert auch im Verein hat. Bei den Wirtschaftsjunioren Passau lernt man viele gleichgesinnte Köpfe aus der Wirtschaft, aus der Region kennen, mit denen man sich hervorragend austauschen kann, mit denen man diskutieren kann, von denen man auch lernen kann, mit denen man lernen kann. Und es bleibt immer auch noch genug Zeit für das Gesellschaftliche, dass man mal kräftig gemeinsam abfeiert.
Ich glaube, dass jede Generation so ihre eigenen Aufgaben und Ziele hat und deswegen ist es nur logisch, dass das auch bei in der Wirtschaft gibt und diese Ziele und dieses Engagement vertreten einfach für mich die Wirtschaftsjunioren. Und das zeichnet aus meiner Sicht die Wirtschaftsjunioren aus. Was ich auch noch besonders toll finde, ist, dass sich da wirklich Persönlichkeiten engagieren, die eigentlich wenig Zeit hätten, dass sie sich engagieren, aber das trotzdem auf sich nehmen. Und das, finde ich, gibt es nur in der Form bei den Wirtschaftsjunioren. Mir persönlich gefällt der Mix aus interessanten Veranstaltungen, den Betriebsbesichtigungen und den Freizeitaktivitäten sehr gut. Meiner Meinung nach ist das Besondere an den Wirtschaftsjunioren die Grundidee an sich. Wir sind junge Entscheidungsträger aus der Region und setzen die unterschiedlichsten Projekte um. Die Dynamik bei dieser Umsetzung ist fantastisch und beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Ich wünsche den Wirtschaftsjunioren, dass sie sich nicht als Junioren begreifen, sondern dass sie sich als die Vertretung der Wirtschaft in der Region begreifen und jung und alt Erfahrungen austauschen, unsere Region nach vorne bringen. Immer wieder auch ein Team, das in die Verantwortung geht. Und immer wieder auch Leute, die sich drüber trauen über größere Veranstaltungsformate. Wir haben ja hier in Passau schon fast alles erlebt, was Wirtschaftsjunioren auch an Gremienarbeit zu bieten haben. Das wünsche ich den Wirtschaftsjunioren und darüber hinaus einem jeden Einzelnen persönlich auch den nötigen beruflichen und geschäftlichen Erfolg. Dass sie so lebendig und lebhaft bleiben, wie das in der Vergangenheit immer gewesen ist, weil sie einfach viele ganz unterschiedliche Themen aufgreifen, in diesen Dingen dann vielleicht auch manchmal etwas ja, direkter und unmittelbarer sind, als eine Industrie- und Handelskammer das kann. Und insofern sind sie dann auch immer ein bisschen motortreibende Kraft und vielleicht auch ein Transmissionsriemen für gesellschaftliche Veränderungen, was wir in unserer Wirtschaft dringend brauchen.